Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Die Position ist jetzt schon 120% im Minus. Wann rollt ihr denn endlich? Solche und ähnliche Mails bekommen wir immer mal wieder geschickt. Und wie wir auf solche Mails reagieren und was ihr vor allen Dingen daraus lernen könnt, darum geht es jetzt im Video. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Heute also ein wichtiges Thema: Was machen wir, wenn Positionen schnell ins Minus laufen? Wie kann man die am besten rollen? Worauf sollte man achten? Darum geht es heute. Also ich habe es euch schon im Anspann ganz kurz gesagt, immer mal wieder bekommen wir E-Mails, wo man dann fast schon die Panik herauslesen kann, quasi die Panik am Morgen, denn dann steht dann drin, ich habe die Position XYZ und die ist jetzt heute früh 110% im Minus. Ihr habt doch auch so eine Position, wann rollt ihr die denn endlich? Ja, so und ähnliche Mails bekommen wir eigentlich fast Woche für Woche hier reingeschickt. Wir freuen uns natürlich immer über solche Mails, weil das zeigt uns natürlich hier, dass unsere Kunden, egal ob jetzt aus den Seminaren oder aus den Coachings, sich mit den Märkten beschäftigen. Es zeigt aber auch, dass noch so ein bisschen Panik herrscht. Denn wenn ich mir dann anschaue, wann sind denn diese Mails geschrieben worden, dann steht da 7.10 Uhr, 8.30 Uhr, also wirklich früh am Morgen. Und ihr wisst ja, wir handeln ja hauptsächlich die amerikanischen Märkte. Und deswegen gibt es eine ganz klare Empfehlung von uns, nämlich, dass wir nicht am Vormittag handeln sollten, sondern wirklich erst am Nachmittag. Und was vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, dass man auch nicht unbedingt zwingend am Vormittag schon in sein Konto hineinschauen muss. Schauen wir uns mal ganz kurz an, und deswegen steht auch hier der Flipchart hinter mir. Was passiert eigentlich an so einem ganz normalen Börsentag? Ne? Das ist jetzt egal, ob es Montag ist oder ob es Freitag ist oder irgendeiner dazwischen. Das soll eine stilisierte Weltkugel sein. Ihr seht, die ist ein bisschen unrund geworden, aber ich denke, durch die Drehung wird die dann wieder besser. Also, wann geht der Handel früh los? Irgendwann hier in Asien startet ja das Ganze früh 2, 3 Uhr unserer Zeit, läuft der Handel. Was ist ganz wichtig? Der Amerikaner, der hier sitzt, der schläft. Dann schwappt das Ganze so langsam rüber nach Europa, also wo wir am Vormittag anfangen zu handeln. Da ist es aber immer noch mitten in der Nacht in den USA. Wir haben zu New York eine Zeitverschiebung von 6 Stunden, zu Chicago, wo viele Rohstoffe gehandelt werden, zu 7 Stunden. Das heißt, wenn wir hier früh um 10 irgendwas anfangen zu handeln oder eben, wie jetzt schon genannt, früh um 7 oder um 8, dann schläft der Amerikaner. So, und dann letztendlich kommt es hier am Nachmittag unserer Zeit in die USA rüber und dann beginnt der wirklich liquide Handel. Als ich damals in Chicago war, die Jungs mussten immer relativ zeitig anfangen. Das heißt also, die Bond Pits, die haben damals 7.20 Uhr geöffnet. Das heißt, viele von den Händlern, die ja aus den Vororten kamen, aus diesen Suburbs, die sind irgendwann um 5 Uhr aufgestanden, um nach Chicago reinzufahren. Und viel, viel eher geht dann der Handel eben auch in Amerika nicht los. Und jetzt ist Folgendes wichtig, dass ihr das versteht. Und zwar, natürlich werden die meisten Futures und die meisten Optionen heutzutage rund um die Uhr gehandelt. Ne? Aktienoptionen, da wissen wir es, die werden erst am Nachmittag gehandelt, unserer Zeit beginnend ab 15.30 Uhr. Future-Optionen eigentlich rund um die Uhr. Ihr müsst euch jetzt aber vorstellen, wenn hier die Jungs in Asien, wenn wir hier in Europa handeln, dann sind die großen Amerikaner, also die großen meine ich jetzt die ganzen Hedgefonds, die ganzen Institutionellen, die sind da zwar schon ein bisschen mit dabei, weil die haben natürlich auch Büros in Europa, die haben Büros in Asien, aber das wirklich große Geld, das schläft noch. Ihr kennt natürlich noch diese Szene aus Wall Street, als Gordon Gekko Bud Fox anruft und sagt, Geld schläft nicht. Ne? Aber das ist natürlich so ein Klischee, natürlich schläft auch Geld. Und deswegen ist es immer so, wenn es große Bewegungen gibt, und wir wissen ja, manchmal gibt es große Bewegungen im Öl beispielsweise. Gold ist sehr prädestiniert dafür, dass die großen Bewegungen frühen Morgen beginnen, also 3 Uhr in Japan irgendwo. Da gibt es manchmal heftige Einschläge und das verändert natürlich dann auch die Optionspreise. Und jetzt schaust du vielleicht früh um 7 auf deine Position und denkst, um Gottes Willen, ich bin 120% im Minus, ich muss doch jetzt unbedingt rollen. Wir dürfen aber eins immer nicht vergessen. Alle Bewegungen werden hier gemacht, in den USA.
Das heißt also, es gibt zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Nämlich Nummer eins, dass der Trend, wenn die Amerikaner anfangen, umkehrt. Das heißt also, wenn zum Beispiel früh der Ölpreis 3 Dollar gefallen ist, dann war es das oftmals auch schon für den Tag. Das heißt, es ist extremst selten, und ihr könnt das mal überprüfen, sucht euch mal die ganz großen Tage heraus, wo es wirklich Extrembewegungen gab, und schaut mal nach, ob die tatsächlich früh um 2, um 3 in Japan angefangen haben und sich dann nahtlos den ganzen Tag über fortgesetzt haben. Meistens ist es sogar so, dass wenn die Amerikaner anfangen, dass es dann zurückgeht, also dass dann der Trend in die andere Richtung geht. Und was bedeutet das natürlich für eure Positionen? Wenn ihr da irgendwie früh was gemacht hättet, wäre es total blödsinnig gewesen, weil nachmittags ist es oftmals gar nicht mehr notwendig. Wir hatten gerade gestern so eine Situation im Crude Oil, da waren Positionen am Vormittag 120% im Minus, nachmittags waren sie, glaube ich, sogar dann im Plus, weil eben die Volatilität so runter war. Also ganz klassischer Fall, früh am Morgen Panik und am Nachmittag hatte sich das dann alles gelegt. So, jetzt kann es natürlich doch sein, dass sich so ein Trend auch mal fortsetzt. Ne? Dass also sagt, okay, es geht früh schon in Amerika, in Asien ein bisschen los, kommt dann nach Europa und dann geht es in Amerika weiter. Trotzdem solltet ihr warten, bis die Amerikaner aufhaben, bevor ihr handelt, weil Asien, Europa, es gibt natürlich Märkte, wenn ihr den Nikkei handelt, wenn ihr den Euro handelt, dann könnt ihr das auch in diesen Zeiten hier schon machen. Aber alles andere, Öl, was in New York gehandelt wird, Gold, was in New York gehandelt wird, Getreide, was in Chicago gehandelt wird, immer wenn da was ist, dann wollen die großen Amerikaner auf diese Trends aufspringen. Und die springen dann nicht mit Börseneröffnung blind auf, sondern die handeln das Ganze erstmal zurück. Die großen Instis, die springen keinem Trend hinterher und sagen, hey, das könnte ein neuer Trend sein, Öl fällt, steigt oder was auch immer. Und was machen die? Die handeln den Trend erstmal die ersten ein, zwei Stunden wieder zurück, damit sie selber einsteigen können. Und dann passiert etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn ihr euch mal Spreads anschaut, das heißt also der Unterschied zwischen An- und Verkaufskurs, Bid-Ask-Spread, der ist hier und hier sehr, sehr, sehr groß. Es gibt Märkte, Erdgas zum Beispiel, wo im Grunde am Vormittag überhaupt kein liquider Handel möglich ist. Im Crude Oil sind die Spreads vielleicht 10%, am Nachmittag plötzlich bloß noch 1%. Das heißt also, es lohnt sich immer, und das ist wirklich, man kann immer sagen, ne? Es lohnt sich immer zu warten, bis die Amerikaner aufmachen. So, und weil dann geht in der Regel die Volatilität ein bisschen zurück, die Spreads werden enger und ihr könnt viel, viel, viel entspannter handeln, wenn ihr euch eine Zeit am Nachmittag heraussucht. Ich persönlich schaue vielleicht so das erste Mal früh um 11 in die Märkte. Ne? Also ich mache meine Morgenroutine und dann gucke ich so gegen 11, fahre ich meine Plattform alle hoch und schaue dann mal so langsam nach, was ist denn an den Märkten. Und dann sieht man ja, okay, hier könnte was im Crude Oil sein, hier könnte was im Gold sein, im Weizen, was weiß ich. Aber gehandelt wird alles erst am Nachmittag, also alles nach 15.30 Uhr, 16 Uhr, weil dann hast du Liquidität im Markt, das bedeutet enge Spreads, du hast Volumen in den Märkten und du hast eben auch die klare Darstellung der Trends. Weil wie gesagt, alles was am Morgen passiert, passiert mit wenig Liquidität. Und deswegen, keine Panik am Morgen. Wenn ihr früh sowas seht, dann sagt, okay, ich warte mal ab, was nachmittags ist und ihr werdet feststellen, in den aller seltensten Fällen wird sich der Trend fortgesetzt haben, er wird nicht angehalten haben, sonst wird weitergegangen sein und selbst dann werdet ihr besser aus euren Optionen rauskommen, weil die Spreads enger sind. So, das war ein kleiner Tipp und vielleicht noch ein zusätzlicher Tipp hinterher. Wenn ihr selber merkt, dass euch das verrückt macht, denn wenn ihr seht, oh früh schon so und dann rennt ihr bis nachmittags rum und habt den Kopf voll von dieser einen Position, dann schaut einfach nicht hin. Ihr könnt sowieso nichts Vernünftiges machen, früh am Morgen, also sagt euch gleich, komm, vor 14 Uhr wird gar nicht in den Markt geschaut. Ihr könnt immer noch dann entscheiden, was ihr machen könnt. Ihr habt den ganzen Tag noch Zeit zum Handeln. Macht euch selber nicht verrückt. Lasst euch da nicht von diesen eigentlich illiquiden Kursen am Vormittag verrückt machen. Schaut nachmittags rein. Das ist viel, viel besser. Das war's also heute. Kleiner Tipp für euch. Handelt am Nachmittag, wenn die Liquidität da ist. Ich hoffe, euch hat dieser Tipp etwas gebracht. Falls ja, schreibt mir das Ganze hier in die Kommentare. Falls nein, schreibt mir das genauso in die Kommentare. Verbreitet dieses Video, liked dieses Video, abonniert diesen Kanal. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.